einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin hier gerade in Kaiserslautern auf der Vogelweh. Eine US-Einrichtung. Und habe einen Liebherr R944. Einfach nur das Vorgängermodell von den 46er, nehme ich an, hat um die 32, 33 Tonnen. Und den fahre ich jetzt rüber nach Ramstein auf die Airbase. Fahren wir dann direkt aufs Rollfeld. Das zeige ich euch später. Ich muss jetzt erstmal rauskommen irgendwie. Ich will hier nicht nach vorne filmen, weil ja, Einrichtung der US-Armee. Der Bagger, den ich geladen habe, kein Bagger von unseren, wie man erkennen kann, der wird hier auf der anderen Seite vom Rollfeld Flugzeuge zerschneiden. Ja, richtig gehört. Der wird Flugzeuge zerschneiden. Der ist ja schon halber auseinandergebaut. Einfach wieder. Ja, kann man schon sehen, da hinten hinter dem Schotterhügelberg, was auch immer. Genau. Den lade ich jetzt. Diesen kleinen L50, schlag mich tot. Das mache, ob ich den seitlich drauf fahre. Dürfte normal seitlich gehen. Was hat der?
Mit mir als Kontergewicht brauche ich da eigentlich gar keine Angst zu haben. Wo soll das Ding hin? Den habe ich dann nach Landstuhl gebracht, habe den dort bei der Liebherr abgeladen und bin dann weiter nach Wilgartswiesen, einen R934 laden. Auch für die Liebherr. Mir dann auch ein frisches Hemd anziehen. Beim Abladen ist mir ein schöner großer Batzen Schmierfett auf den Rücken getropft, der von dem kleinen Radlader dann abfiel. Ja, deshalb habe ich dann ein frisches T-Shirt an. Shit happens. 12:37 Uhr haben wir es. Ich bin ist meine Baustelle. Ja, der Bagger, den ich holen sollte, arbeitet noch, ja. So wie es aussah, hat er noch gearbeitet. Ja. Ich werde nicht mehr wach heute.
werde heute nicht mehr wach. Die Jungs von der Liebe haben mir vorhin noch was gesagt, ich würde später dann noch in 936 holen, aber davon weiß ich gar nichts. Absolut gar nichts weiß ich davon. So, mein Bagger steht hinten dran, okay. Der hat einen gebogenen Erdbauarm. Da kann man den Schwenklöffel oder Böschungslöffel oder Grabenräumer, wie das Ding auch immer genannt werden will, das kann man dann dran lassen. Den anderen Löffel, den kleinen Löffel, den normalen Löffel, den lege ich mir dann auf der Halspfanne drauf. Kamera wieder hier. Habt ihr gesehen, es sind zu viele Leute und das alles dann. Lass ich da. Hier vorne steht der Bagger, der R934, den ich eben gebracht habe. Was natürlich dann auch gleichzeitig heißt, ich bin in Landstuhl leer. Jetzt fahre ich noch hoch nach Sembach. Komme heute auch nicht wirklich zum Aufnehmen draußen. Aber Sembach oben wird jetzt wahrscheinlich gehen. Da lade ich unseren 350er Hitachi, das ältere Modell. Den lade ich und der geht nach Kaiserslautern, aber das geht dann erst morgen früh.
Radlader, ein L509, glaube ich, ist das. Oder 506, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der geht rüber nach Kreimbach, Kreimbach-Kaulbach, und dann fahre ich weiter nach Rockenhausen auf unseren Lagerplatz. Dort hole ich dann unseren 580 X-Power. Der hat ausgedient, der muss nach Hause, der ist, glaube ich, sogar verkauft.
diesem Zeitpunkt immer noch alleiniger Transportfahrer war, musste ich halt auch mal kleinere Maschinen transportieren. Wie schon erwähnt, der Lader ging dann zu uns auf den Hof. Kurz vor drei sind wir hier in Schieberstadt. Da hole ich noch unseren kleinen Cut. Ich kann sagen, unseren kleinen Cut. Wir haben ja nur zwei bis jetzt. Sein 323. Er soll nach Trier hoch. Aber ich denke, ich werde ihn zu Hause im Hof abladen.
den wir dann einen Hängelzug fahren und den dann nach Trier hochbringen. Allgeweil, der braucht jede Menge Anbauwerkzeug. Thank you.
habe den Bagger noch abgeladen. Dann wird ein anderer nach Trier hochfahren, Montagmorgen. Dienstagmorgen, wir haben ja Feiertag am Montag. Ja. Geht's auch ins Wochenende. Warte. Kommt er nochmal oder kommt er jetzt nicht? Egal. Also. Wochenende. Langes Wochenende. Ja, wieder, wieder. Da kommt der große Bruder. Hoppla. So, jetzt aber, meine Güte. Vielen Dank fürs Zusehen. Kinder. Kinder, ich sag's ja. Ich würde das Ding brauchen, ist ja kaputt geheizt. Jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder etwas Spaß dabei. Am Dienstagmorgen weiß ich noch nicht genau. Ich habe was gehört von zwei Lieferfahraufträgen. Ein Radlader und ich glaube einen 8-Tonnen-Bagger oder so, aber den werde ich wahrscheinlich eher nicht fahren. Ja. Also denn, bleibt gesund. Spaß. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.